Wir haben uns schon immer gefragt, wer bei Bundesliga ist der größte Fan seines Vereins? Das finden wir heute raus. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser wundervollen Game Show, dem Fanquiz. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie eingeschaltet haben, zu Hause an den digitalen Empfangsgeräten. Mein Name ist Sigi Spaß. Ich moderiere den Bums hier heute. Und ich habe heute drei wunderbare Fans von einem wunderbaren Verein mitgebracht. Ey, wie oft habe ich die Chance, in meinem Leben eine Gameshow zu moderieren? Nie. Das ist meine einzige Chance. Ey, ganz kurz, ich kriege einen Anruf. Warte. Hallo? Ah, das sind die Ehrlich Brothers. Die wollen ihren Style zurück. Ja, danke schön. Die Ehrlich Brothers, gute Unterhaltung, eine massenkompatible Gruppe von jungen Männern, die zaubern. So wie und ich habe hier heute drei Gäste am Start. Von jungen Männern. Drei Gäste am Start. Nils Bumhoff ist bei mir aus Adendorf. Er Hallo. Ist Fan des Hamburger SV. Und ich bin in erster Linie Fan von Sigi Spaß. Und ich habe mit meiner Familie jeden Samstagabend vom Fernseher gesessen. Und mit meinen neuen Geschwistern, meine Eltern, meine vier Eltern. Und wir haben jeden Abend Sigi Spaß geguckt, die Sigi Spaß Show. Und ich wollte nur sagen, es tut mir wirklich leid, dass die Show abgesetzt wurde und dass die jetzt hier im Regionalfernsehen geparkt wurden, weil ich bin immer noch großer Fan. Das lassen Sie uns nicht über alte Kamellen reden. Lassen Sie uns neue Kamellen erschaffen. Zum Beispiel mit Etienne Gade, Gast aus Frankfurt am Main. Er ist Fan der Eintracht der Frankfurt. Nee, der Frankfurter Eintracht, so rum. Das ist vollkommen richtig. Wie kürzt man Sigi Spaß ab? Sig Spaß. Oh, Mann. Und der dritte Gast, Nico Beckspin, seines Zeichens Fan von Werder Bremen. Kann ich ein Autogramm Kurze von dir Frage. Dankeschön. Von was ist Nico Beckspin Fan? Fan von Werder Bremen. Vom Platz 7 in der Fußball-Bundesliga. Aus Hamburg, aber Fan des SV Werder Bremen. Und Sie haben natürlich eingeschaltet, um diese schöne Show zu sehen. Aber natürlich wollen Sie mit Fragen belästigt, belämmert, behämmert werden. Wir stellen Fragen. Und das Quiz ist eigentlich ein sehr einfaches Quiz. Es gibt 10 Fragen. Jeder beantwortet von Ihnen diese 10 Fragen, aber er macht das nur gemünzt auf seinen Lieblingsverein. Das heißt, Sie, Herr Bumhoff, beantworten Fragen zum HSV, Sie, Herr Gade, beantworten Fragen zu Eintracht Frankfurt, Sie, Herr Beckspin, beantworten Fragen zu Werder Bremen. Wir machen mal eine Beispielsfrage. Wie heißt HSV. Wie heißt Ihr Lieblingsverein? Werder Bremen. Jetzt können Sie es bitte einmal aufschreiben auf Ihren Zettel, ja, die Sie da vor sich haben. Hab ich doch schon gesagt. Wie heißt Ihr Lieblingsverein? Soll ich jetzt? Aber aufschreiben, bitte. Ihr Lieblingsverein. Wie heißt Ihr Lieblingsverein? Das ist einmal die SG, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und die Jugendsportgemeinschaft Briedling-Adendorf. Wir können gerne dieses Quiz auch spielen, dass du, Nils, die ganze Zeit Fragen zu Briedling-Adendorf beantworten musst. Mhm. Ja, also können wir auch gerne machen, dass du statt HSV machst. Aber gut, erstmal an die Leute da zu Hause. Hätte den Vorteil, du bist der Einzige, der die Antworten kennt. Liebe Zuschauer und Zuschauer, Sie können natürlich auch mitspielen. Setzen Sie einfach in die Fragen Ihren persönlichen Lieblingsverein ein. Aber dieses Quiz ist doch, du stellst 10 Fragen und am Ende ist Eddie sauer, ne? Egal, wie es ausgeht. Das sowieso, aber das heißt ja, das sind dann Fragen. Dankeschön, dankeschön. Das sind ja dann Fragen, die für alle Vereine gleichermaßen gelten. Genau, wir fangen mal mit der ersten Frage an. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ich bin gespannt, was er Welcher Spieler hat für Ihren Verein die meisten Bundesligaspiele bestritten? Oh, du bist so ein. Also der Rekord-Bundesligaspieler Ihres Vereins. Das ist so gemein. Das ist ja mega einfach. Ich muss kurz überlegen. Ich würde sagen, dass wir fangen mit der leichten Schwierigkeit an. Es zählt nur die Bundesliga. Nur die Bundesliga, keine Pokal, keine anderen Einsätze. Krass, ich weiß das Original nicht. Aber es zählt dann nur ab 1964 war die erste Saison. Aber ab da zählt, das heißt, alles davor zählt nicht. Fehlt es auch, wenn ich seine Frage kann. Ich kann Ihnen den Tipp geben, Uwe Seeler ist nicht die korrekte Antwort. Genau, deswegen, ich muss kurz, weil der hat ja. Wieso werden hier Tipps gegeben? Nein, ich kann dir sagen, schon klar. Ich kann die beiden Antworten kann ich geben, meine nicht. Ja, dann schreiben Sie bitte irgendwas. Nur weil es dir klar ist, heißt das nicht, dass du einen Tipp kriegst. Lass mich bitte in Ruhe sein. Ich bin. Damit das einmal so klargestellt ist, hat ja nicht viel Bundesliga gespielt, doch ein bisschen, aber nicht so viel. Kannst du jetzt aufhören, Tipps zu geben, bitte? Ich kann dir auch sagen. Ich weiß es. Ich brauche keinen Tipp. Okay, ist krass, ich weiß es nicht. 5, 4. Warte mal, ich bin noch nicht so weit. Nee, aber wir wollen ja auch mal fertig werden mit dem Quiz. 5. Fuck, ich weiß es wirklich nicht. 3, 2. Ich weiß es auch nicht. Scheiße. Herr Gade, Sie waren sehr schnell, Sie waren als erstes fertig.
Karl-Heinz Körbel ist Ihre Antwort. Habe ich auch. 602 Bundesligaspiele. Das ist die richtige Antwort erstmal für Herrn Gardé. Ein Punkt für Herrn Gardé. Dankeschön. Ein bisschen lame, den der ewige Charlie Spieler zu nehmen. Nils? Ich kam jetzt nicht drauf. Ich habe jetzt einfach Richard Golz gesagt, weil er Torwart ist und ich gedacht habe, bei Torhütern ist das die Wahrscheinlichkeit recht hoch. Kriegen Punkt. Das ist eine gute Antwort. Kriegen Punkt. Aber nicht die korrekte Antwort. Die korrekte Antwort wäre Manfred Kaltz gewesen. Oh, mein Gott. Mit 181 Bundesligaspielen. Ja, fuck, den hatte ich als zweiten. Ja, also Herr Beckspin, Sie haben das schon mal das Spiel nicht ganz verstanden. Sie nee, ich habe gesagt, ich Körbel ich hab und Kaltz aufgeschrieben, das ist aber nicht von Ihrer Mannschaft. Ja. Sie haben für Ihre Mannschaft, haben Sie aufgeschrieben? Thomas Schaaf. Thomas Schaaf ist nicht korrekt. Korrekt wäre Dieter Bodensky gewesen. Ja. Das weiß doch jeder, dass es Bodensky ist. 444 Thomas Spiele. Schaaf, der war Trainer, du Holzkopf. Wir haben also einen Punkt für Herrn Gardé. Er geht in Führung. So, ich hau ab jetzt. Zweite Frage. Welcher Torhüter hat für Ihren Verein die meisten Bundesligaspiele? Das ist ja. Die hat Golds. Ein Punkt. Herr Gardé hat auch schon aufgeschrieben, korrekt. Und Herr Beckspin ist auch fertig. Ja, das hast du eben gerade schon gesagt. Deswegen schreibe ich einfach auf, was du mir gerade gesagt hast. Welcher Torhüter die meisten? Budenski ist doch kein Torhüter, Junge. Muss ich dir das ernsthaft erklären? Nur wegen Bude oder was? Weil in der Bude steht. Nein, Sie haben jetzt aufgeschrieben. Also. Warte, nein. Okay, dann schreiben Sie mal einen anderen auf. Peinlich. Ich habe immer gewusst, dass Nico kein richtiger Bremen-Fan ist. Wie heißen die denn, die Torhüter von Bremen? So, jetzt muss ich Ihnen aber Gas geben, weil wenn ich Sie ja schon korrigieren lasse, dann müssen Sie auch mal ein bisschen Gas geben. 5, 4. Ich hab echt einen Kerl. 2, 1. Stimmt nicht, aber. Gut. Das könnte so, das kommen. Ist sehr, sehr spannend. Sie werden es gewusst haben, Herr Bomhoff. Zu Richard Golz. Richard Golz ist natürlich die korrekte Antwort auf diese Frage. 273 Punkte. Ein Punkt für Nils. Ich denke 273 Punkte. 273 Spiele hat er gemacht. Wen haben Sie aufgeschrieben, Herr Gardé? Oka Nikolov. Diese Antwort ist leider nicht korrekt. Er wurde mittlerweile überholt von Kevin Trapp. What? Kevin Trapp hat 255 Spiele. Ich kann einmal kurz nachgucken. Dein Lieblingstorhüter von der Eintracht. Oka Nikolov, wie viele Bundesliga-Spiele? Abstand. Ich zähle auch zweite Liga mit. Fan. Nee, Bundesliga-Spiele. Ja, die zweite Bundesliga ist ja auch ein Bundesliga. Da ist in der Tat. Bundesliga. In der Tat, ja. Hm. Sie haben mir tatsächlich auf einen Fehler in dieser Frage hingewiesen. Zweite Bundesliga und Bundesliga zusammengerechnet. Oka Nikolov wäre korrekt. Das heißt, Sie kriegen doch einen Punkt. Okay, also mit diskutieren kann man hier Punkte raus. Ja, natürlich. Ich bin Sigi Spaß und der Spaß steht in meinem Namen. Herr Beckspin, haben Sie eine Antwort auf diese Frage gewusst? Nö. Wen haben Sie denn geschrieben? Reck. Reck. Oliver Reck. Das ist korrekt. Sehr gut. 345 Spiele. Nicht schlecht, in der letzten Sekunde noch hingekritzelt. Dabei wolltest du Tim Wiese nehmen. Ja. Damit haben wir 2 Punkte für Herrn Gardé und jeweils einen Punkt hier für die anderen beiden Kollegen. Schön. Dritte Frage. Nennen Sie einen Spieler, der von Ihrem Verein zu Real Madrid gewechselt ist. Nennen Sie einen Spieler, der von Ihrem Verein, also vom Hamburg SV, Eintracht Frankfurt oder Werder Bremen, zu Real Madrid gewechselt ist. Ich glaube, Sie haben alle was aufgeschrieben schon, oder? Ja. Dann können wir schon mal loslegen. Nein. Herr Gardé? Nein, das stimmt nicht. Jovic, das ist natürlich korrekt. Ich habe einen Fehler gemacht. Herr Beckspin. Wieso? Wen haben Sie denn aufgeschrieben? Özil. Özil ist korrekt. Stimmt. Doch. Ja, ich dachte, der ist zu Arsenal. Nee. Geil. Und Herr. Nachher zu Arsenal. Oma. Was Van der Vaart? Van der Vaart, das ist auch korrekt. Gibt's noch mehrere? Gibt's es mehrere? Gibt noch eine weitere Antwort bei Ihnen, Herr Gardé. Bei den anderen beiden, also es gibt wirklich nur einen Spieler, der von HSV und Werder gewechselt ist. Ist Real Madrid. Valencia gewechselt? Bei Ihnen? Sie Andi Möller? Nee, Oma Mascarell. Moment, aber der war ja war der nicht ausgeliehen von Real? Der ist aber zwischenzeitlich zu Real gewechselt von Real Madrid. Von Real Madrid, von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. Sigi Spaß. Sigi Spaß, Sie kennen Spaß hier. Das ist natürlich hier ein nervenaufreibendes Quiz. Ich will Sie auch ein bisschen näher kennenlernen, Herr Beckspin. Sie haben ja gerade Mesut Özil genannt. Ich habe hier gehört, dass Sie einst mit Mesut Özil um eine Butterstulle gestritten haben. Was ist da passiert? Kein Kommentar. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ich weiß, wer gewonnen hat. Nächste Frage. Nennen Sie die letzten 5 Trainer Ihres Vereins. Oh, ja, das ist warte, ja warte, aber Interimstrainer, einmal kurz, kurz bitte zuhören. Interimstrainer zählen nicht dazu. Für Sie der kleine Hinweis, Horst Rubisch ist ein Interimstrainer in diesem. Ja, was ist mit Melvin Polzin jetzt? Der ist ein Interimstrainer. Fünf Trainer. Die letzten 5 Trainer.
Sie bekommen ein bisschen mehr Zeit, weil natürlich 5 Namen aufschreiben, das ist nicht ganz so einfach. Ist gar nicht so einfach. Ich bin noch zu müde. Du ziehst uns hier um 7 Uhr morgens ins Bett. Zählt der aktuelle auch damit rein? Der aktuelle geht damit rein. 4 oder 5? 5. Mit dem aktuellen. Beziehungsweise bei Ihnen ist ja gerade ein Interimstrainer zu Werke beim Hamburger SV. Aber der aktuelle Trainer zählt auch. Aber muss die Reihenfolge stimmen? Nee, ne? Die Reihenfolge ist mir egal, die Namen müssen aber stimmen. Ich möchte einen Trainer, der am letzten Spieltag noch ein Spiel übernommen hat, ist kein Interimstrainer. Nein, das ist ein Interimstrainer. Thomas Schaaf ist ein Interimstrainer. Also diese Amtszeit ist ein Interimsamtszeit. Mhm. 3. Haben Sie schon? Sie haben es aufgeschrieben? Ja. Sie auch, Herr Gardin? Nee, nein, Herr Gardin, überlegt noch. Ist es noch? Nee, ich glaube, ich hab... Oh, da wird's hart. Was ist denn eigentlich ein Interim? Also ein Interimstrainer ist ein Trainer, der zwischendurch übernommen hat für 1 oder 2 Wöchlein und dann von einem richtigen Trainer ab. Aber ich manchmal übernehmen sicher, die aber ja. Ich glaube, bei Ihrem Verein gab es schon länger keinen Interimstrainer mehr. Ich hätte jetzt nur gedacht, so Christoph Daum wäre das ein Interimstrainer. Nö, der war ja geholt als richtiger Trainer. Der war richtig, genau. Aber Sie haben das auch aufgeschrieben? Ich habe meine Antwort. Okay, wir fangen mal an hier mit Herrn Bomhoff beim Hamburger SV. Welche 5 Trainer haben Sie? Herr Tietz, Hannes Wolf, Dieter Hecking, dann Thion und Walter. Stark. Das ist vollkommen korrekt. Sind das alles? Ein Punkt für Sie. Tietz 2018, Wolf 2018 bis 2019, Hecking 2019 bis 2020, Thione 2020 bis 2021 und Tim Walter 2021 bis 2024. Also 5 Punkte jetzt, ne? Das ist ein Punkt. So. Herr Gade, was haben Sie für 5 Trainer uns zu bieten? Ich kann es leider nicht gut erlesen. Glasner, Hütter, Kovac, Fee, Toppmöller. Das ist die vollkommen korrekte Antwort. Armin Fee 2016, Nico Kovac 2016 bis 2018, Adi Hütter 2018 bis 2021, Oliver Gnasler 2021 bis 2023 und Dino Toppmöller seit 2023. Herr Backspin. Ich bin mir nicht sicher, weil es vor Kofeld für mich jahrelang keinen Trainer gab. Deswegen. Das ist auch korrekt. Es gab vor Kofeld jahrelang keinen Trainer. Werner, Anfang, Kofeld, Skripnik und Dutt. Skripnik. Da kann ich Ihnen leider keinen Punkt geben. Wo haben Sie einen Fehler gemacht? Viktor Skripnik, 2014 bis 2016 ist korrekt. Ah. Dann wäre aber Alexander Nuri gekommen. Ach, 2016 stimmt, bis 2017. Verdrängt oder was? Ja. Florian Kofeld, 2017 bis 2021. Markus Anfang, 2021. Und dann Uli Werner. Nuri, habe ich echt verdrängt. Robin Dutt war, glaube ich, vor Viktor Skripnik. Ja. Ja, da ist. Ja. Ja. Victory Skripnik. Wir bleiben bei der Thematik Trainer. Wow. So hieß er doch, war das nicht von mir? Also, ich kann ja mal die Punkte sehen, Sie auch eingeblendet. Etienne Gade ist bis jetzt schadlos geblieben, 4 Punkte. Nils Bomhoff, 3 Punkte. Ja. Du weißt, dass du ihm nur eine Legitimation damit gibst, dass er in der Bundesliga-Sendung dann weiterhin über seinen Verein so rumgeht. Wir sind noch nicht mal die Hälfte der Fragen durch. Es kommen noch Fragen und es kommen auch später noch schwere Fragen, wo es auch mehrere Punkte zu geben gibt. Aber erstmal, eine doch sehr anspruchsvolle Aufgabe. Von wann bis wann hat Felix Magath Ihren Verein trainiert? Ach, ja. Oh Gott. Wenn Sie jetzt das genaue Datum nicht mehr wissen, ist mir das Wumpe. Die Jahreszahlen sollten aber stimmen. Da haben wir doch schon den ersten, den ich nicht weiß. Von wann bis wann hat Felix Magath Ihren Verein trainiert? Denn das? Der Frage entnehmen Sie, dass Felix Magath alle Ihrer Vereine trainiert hat? Ungefähr da. Das muss unter Günter Netzer gewesen sein. Nee, warte mal, das war ein Tick. Ich werde nichts verraten. Jeder ihrer Vereine wurde einmal von das ist Felix Magath trainiert. Oh Gott, das ist lange her. Alter Schwede. Also wann hat Magath denn gespielt? Magath hat 83 Jahre noch den Pokal gewonnen. Wie lange hat er dann noch gespielt? Und dann war das. Felix Magath hat viele Stationen in seiner Karriere gehabt. War auch noch auf Schalke zum Beispiel beim VfL Wolfsburg tätig. Ich kann. Na, jetzt muss ich mal langsam raten, Druck machen. 10 Sekunden noch, bitte schreiben so, Sie das auch mal so. Notfalls ungefähr müssen Sie raten. Ich hab wirklich überhaupt gar keinen Plan. Von bis. Einmal bitte. Nee, warte, mal, schreiben nee, Sie doch bitte nicht. Auch nee, auf. Nee, 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 nee. Schreiben Sie bitte eine Zahl jetzt auf. 10, 9. Da muss ich auch 8, rein, jetzt. Keine Ahnung. 7. Ich habe keine Ahnung, ich 5, weiß es wirklich nicht. Ich auch nicht. 4. Ja. Ich schwanke so ein bisschen 2, in einem 1. Zeitfenster. Sehr gut, das war's. Haben Sie alle einen Zeitraum aufgeschrieben? Mhm. Wir fangen an mit dem Verein, wo. Warten Sie, bitte nicht aufdecken. Wir fangen an mit dem Verein, den Felix Magath als erstes trainiert hat, nämlich den Hamburger SV. Was haben Sie denn geschrieben? Ja, wir wissen alle, 1989, das erfolgreiche Jahr unter Felix Magath. Das ist leider nicht korrekt. 1995 bis 1997 war er beim Hamburger SV tätig, vom 6.10.1995 bis 18.05.1997. Es folgte dann relativ bald als Trainerstation Eintracht Frankfurt. Wann war denn das Ihrer Meinung nach, Herr Gade? 2003, 2004.
Da war er leider tätig bei Bayern München oder VfB Stuttgart. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das ist leider nicht korrekt. Die korrekte Antwort wäre 1998 bis 1999 gewesen. Aber damals hat er den Verein vom Abstieg bewahrt. Da habe ich Abi gemacht, da war ich nur betrunken in dem Jahr. Und Herr Wexbeck. 89, hast du Abi gemacht? Was haben Sie geschrieben? 1999 bis 2009? 2000. Ah, 1999 bis 2000. Herr Gade. 2000 bis 2001. Nein, 1999 ist korrekt. 27.12.1990, aber leider bis 2001. Dafür kriege ich keinen Punkt. 29. Januar 2019. Nein, ich wollte von Ihnen die korrekten Jahresdaten haben. Dafür kriegen Sie leider keinen Punkt. Aber ich habe im Gegensatz zu einem. Aber doch, auf am grünen getroffen. Tisch muss Werder Bremen ist, wirklich waren am noch grünen am nächsten dran, Tisch. Aber ja, also das ist aber, ich habe quasi getroffen. Wir werden unwürdig. Uns das vielleicht aufheben. Das ist bei Schiffe versenken, hätte ich jetzt ja noch zwei Schüsse. Das stimmt, aber wir sind ja nicht bei Schiffe versenken, wir sind beim Fanquiz. Ich bin letzter in der Tabelle. Du gibst mir nicht mal die Chance mit. Unangenehm, mit wie du hier versuchst. Lass dich Spaß in Ruhe. Wir haben ja noch genug Fragen. Und wir haben Spaß über Felix Magath gesprochen. Herr Boomhoff, ja. Sie gehen ja gerne mit Ihren Freunden im Hunsrück wandern. Mhm. Und Ihre Wandergruppe hat den kuriosen Namen die Quelix-Kompanie. Das ist richtig. Wie kam es denn dazu? Naja, weil bei uns ist das so, wenn sobald einer schwächelt, wird er mit so Ruten verprügelt. Mhm. Ja, dann hauen wir den so lange auf den Rücken rauf, bis der weiter rennt. Eine urdeutsche Tradition. Ja. Schön, dass Sie das am Leben erhalten. Findige Zuschauer haben natürlich gerade gut aufgepasst und haben herausgefunden, dass ich da einen kleinen Fehler gemacht habe. War das Zuschauerquiz? Das war das Zuschauerquiz. Die Kategorie von früher, von der Sigi Spaß Samstagabendshow, als sie mal gesagt haben, finde den Fehler, wo man als Zuschauer 100.000 D-Mark gewinnen konnte. Ja, aber leider hat keiner von Ihnen da draußen diesen Fehler gefunden. Oh. Ich habe natürlich die Daten vertauscht. Bei Frankfurt war der gute Magath von 99 bis 2001 und bei Werder Bremen war er im Jahr 98 bis 99. Ändert nichts an der Punkteverteilung, sie lagen alle falsch. Aber wir machen direkt weiter mit der sechsten Frage. Nennen Sie drei Spieler, die bei Ihrem Verein die Nummer 10 getragen haben. Drei Spieler. Der aktuelle Träger der Nummer 10 zählt nicht mit hinein. Och, ich möchte hier bitte Menschen, die in der Vergangenheit die Nummer 10 bei Ihrem Verein getragen haben. Nee, warte mal. Nummer 10, also eine berühmte Nummer, ist natürlich die Nummer der Spielmacher in der Bundesliga. Der hatte die legendäre Rückennummer. Bitte drei Namen. Überlegen Sie gut, welche Spieler Sie diese Nummer zutrauen. Ich glaube nämlich. Die Daten Der aktuelle zählt nicht. Der aktuelle zählt nicht, nein. Wissen Sie den aktuellen beim Hamburger SV? Ja. Müsste eigentlich Ferrei sein. Das ist korrekt. Du weißt alle Spieler, die jemals die Nummer 10 hatten, oder was? Das ist meine große Gabe. Ich kann mir alle Spieler merken, die je die Nummer 10 getragen haben. Aber nur bei der Nummer 10. Bei der Nummer 9 wird schon schwieriger. Lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben. Was ist Konzentration? Sie wissen auch, es geht um viel hier. Es geht um das Beschissene ist halt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht stimmt, was ich aufschreibe, aber für mich waren es immer die Nummer 10. Aber vielleicht haben Sie die Nummer 10 irgendwann nicht genommen. Also Sie haben jetzt drei aufgeschrieben. Ja. Herr Gade, haben Sie jetzt schon drei aufgeschrieben? Nee, noch nicht. Herr Beckspin, bei Ihnen sehe ich auch drei Namen. Ja, aber ich bin nicht zufrieden mit den drei Namen. Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt haben Sie auch alle drei Namen aufgeschrieben. So, dann schließe ich jetzt die Runde. Nicht sicher. Ich fange an mit Herrn. Also ich glaube, Sergej Barbares hatte mal die 10, Hakan Çalhanoğlu und ich glaube tatsächlich Pierre-Michel Lasogga hatte sich die auch mal übergeschnallt. Ja, Mama Lasogga hat die besorgt. Mama Lasogga hat die für ihn besorgt, die 10. Pierre-Michel Lasogga hat tatsächlich die Nummer 10 ziemlich lange getragen, von 2014 bis 2019. Hakan Abi auch, ne? Sergej Barbares war mit der Nummer 10 unterwegs. Hakan Çalhanoğlu hat die 9 getragen. Ach, Hakan, ey. Das ist nämlich das Problem, dass manche Zehner nicht die Zehn tragen. Genau, zum Beispiel hätten sie noch nennen können, Mladen Petric, Thomas Doll hat ziemlich lange getragen, Rodolfo Cardoso, das sind so Spieler. Thomas van Heesen, auch sehr lange. Ja, van Heesen. Darf man auch 4 aufschreiben eigentlich? Nein, 3, genau. Ah. Herr Bexpel, machen wir mit Ihnen weiter hier. Ja, ich habe Diego genommen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er nicht die 10 getragen hat. Diego? Miku und Herzog. Also, Diego hat die 10 getragen, tatsächlich. Der ist korrekt. Genauso Johann Miku. Allerdings hat auch Andreas Herzog die 10 getragen. Sie haben alle drei Namen richtig gehabt. Sigi Spaß, das haben Sie aber spannend gestark. Toll gemacht. Toll gemacht. Ist ja wirklich hier. Ich dachte erst, der letzte ist falsch, so wie Sie es formuliert haben. Wir hätten noch Max Kruse nennen können, zum Beispiel. Ja. Claudio Pizarro, Frank Neubart. So ein paar Spieler, die Nummer 10 getragen haben. Winton Rufer hat auch die Nummer 10. Ach krass, das ist Muse. Ein Punkt für Herrn Beckspin.
schön. Um den konntest du mich nicht betrügen hier. Sigi. Herr Gade, was haben Sie noch zu bieten? Uwe Bein, sehe ich da. Ja, Okocha und Möller. Okocha und Möller. Okocha, die Zähne. Muss ich mal tief in meinem Gehirn kragen. Also Okocha ist auf jeden Fall korrekt. Uwe Bein ist ebenfalls korrekt. Und wer war Ihr dritter Name? Möller. Andi Möller, da bin ich Andi nicht. Sieben. Andreas Möller. Da hat die 6 getragen, die 7 getragen, die 9 getragen und die 10 getragen. Stark. Thorsten Legert wäre ja noch eine Antwort gewesen. Thorsten Legert und unser Denker und Lenker im Mittelfeld. Und natürlich Philipp Kostic. Oh ja, stimmt. Ja. Aktuell, aber ich hätte Thorsten Legert genommen. Thorsten Legert wäre gut, hätte ich nicht drauf gekommen. Aktuell kein Salah. Hat er sie auch in Frankfurt getragen, Andi Möller? Weil ich glaube, er hat sie bei Dortmund getragen. Doch, es ist nach meinen Daten, hat er sie bei Frankfurt getragen. Nicht du, erzählst doch schon wieder Quatsch hier, Sigi. Ja, gut. Eine Frage, Sigi. Siebte Frage. In welcher Liga spielt die zweite Mannschaft Ihres Vereins? Also wie in Ruhe. Da gebe ich Ihnen jetzt auch nicht viel Nachdenkzeit. Oh Gott. Das ist nämlich keine so komplexe Frage, wie wir schon hatten hier. Zack. Ich hab, kannst du machen. Keine Ahnung. Das so, ist Sie haben alle aufgeschrieben. Ich muss kurz nachdenken. Die gibt's doch nicht so lange, die zweite. Die wurde ja erst wieder neu aufgemacht. Deshalb. Ich mache Regionalliga jetzt. Oder spielen die dritte Liga? Das muss ich kurz überlegen. Lass mich über die drei, zwei, eins. Ende. Ja. Bumhoff, wir wollen Ihre Antwort sehen. Herr Bumhoff. Fuck it, ich glaube, die spielen Regionalliga. Regionalliga, Herr Gade, was haben Sie? Auch Regionalliga. Regionalliga? Verbandsliga. Verbandsliga? Welche Liga soll das sein? Ja, diese Bremen-Liga, da die 100, wo sie mit 158 zu 3 Toren gerade Tabellenführer sind nach 6 Spielen. Also erstmal Herr Gade und Herr Bumhoff, Sie haben eine direkte Antwort. Das ist jeweils die Regionalliga. Komme jetzt nicht mit, dass Ihnen der Name der Liga nicht gefällt. Naja, die Verbandsliga, es ist ja ist die Bremenliga. Bremenliga, aber ja, Sie kriegen den Punkt. Ich glaube, Es ist eigentlich die Bremenliga. Die Bremenliga, ja. Oberliga, aber geben wir in den Punkt, Sie haben die richtige Liga. Es gibt halt verschiedene Verbände. Ja. Zum Beispiel Mühlbinden. Sie liegen vorne. Sie sind immer noch bei 7 Fragen mit 6 Punkten. Sehr gut. Und Sie haben auch einst das Eintracht-Maskottchen Attila aus den Fängen einer terroristischen Vereinigung gerettet. Genau, dem Offenbacher Zwinger. Was ist da passiert? Club. Wie schreibt man das? Zwingerclub. Also. Ja, also das war eine sehr spezielle, von mir angeleitete Operation. Attila, was viele nicht wissen, kann fliegen. Mhm. Und die. Was ist daran so lustig? Es ist ein Adler. Und es war sehr schwierig, den also im Flug sozusagen zu bekommen. Aber ich kann sehr hoch springen und deshalb hat es geklappt. Und wir danken Ihnen für Ihren Einsatz für unser Land. Frage Nummer 8. Welcher Spieler hat für Ihren Verein in der Bundesliga die meisten Eigentore erzielt? Oh. Die meisten Eigentore. Oh, wer ist denn das? Ich gebe Ihnen den Tipp. Der Spieler beim HSV hat 6 Eigentore erzielt. Die Spieler bei Frankfurt und Werder 5 Eigentore. Mit diesem Tipp können Sie sicherlich viel anfangen. Zu raten. Der Gade schreibt schon auf, er hat schon sich die Antwort zurechtgelegt. Ja, aber es geraten. Ja, Backspin ist noch dabei zu überlegen und auch. Ich erinnere mich an dieses schreibt jetzt. Eine schöne Eigentor von. Ich nehme mal einen Tipp, aber warte mal. Jermaine Jones war ein sehr schönes Eigentor. Ja, tatsächlich, es gibt viele schöne Eigentore. Aber es geht ja nicht um die Schönheit, es geht um die. So, mach hin. Der war nicht lang genug da. Um die Anzahl der Eigentore, die Rekordeigentorschüsse. Ich mache die Frage jetzt zu. Herr Gade, Sie liegen in Führung. Können Sie Ihre Führung aufbauen? Ich tippe auf Marco Russ. Marco Russ? Wie kommen Sie auf diesen Tipp? Ich bin mir sicher, es war irgendein Innenverteidiger. Ich erinnere mich auch irgendwie an 2, 3 Eigentore von Marco Russ, aber. Herr Gade, diese Antwort ist vollkommen richtig. Ja. Wow.
Marco Russ und Martin Hinteregger haben beide 5 Eigentore erzielt. Stimmt. Und Marco Russ ist korrekt. Herr Beckspin. Mirko Votava. Oh, Mirko Votava, eine sehr schöne Antwort. Wie kommen Sie auf Mirko Votava? Auch einfach, weil ich ein bisschen rumüberlegt habe, wer war lang genug defensiv mit dem Kader und hat ziemlich viel im Strafraum rumgepflügt. Gab es ein paar Namen und ich habe mich für Votava entschieden. Hätten Sie auch den Namen Per Rondtvedt in Ihrem Hinterstübchen? Nein. Okay, der Name wäre nämlich korrekt gewesen. Ernsthaft? Ja, Per Rondtvedt, 5 Eigentore. Oh, Name ist es mir gar nicht. Wie heißt der? Per? Per Rondtvedt. Rondtvedt? Ja. Das war in den 60ern, ne? Also okay. In den 70ern war, glaube ich, Libero, oder? Der Dicker, das ist weit vor meiner Zeit. Also ich weiß es nicht genau, also ich weiß es gar nicht. Ich habe Dietmar Jakobs aufgeschrieben, aber ich glaube, ich sage jetzt Beiersdorfer. Beiersdorfer, sagen Sie. Wie, du, aber du musst doch das nehmen, was du aufgeschrieben ja, hast. Ja, Beiersdorfer habe ich aufgeschrieben. Machen Sie, bevor jetzt hier der Streit zwei aufgeschrieben und eben gerade ein Dich gestrichen. Bevor der Streit zwischen Ihnen ausbricht, es ist sowieso ja inkorrekt. Sie kriegen so oder so keinen Punkt, beides ist falsch. Ja, Entschuldigung, aber ja, du musst doch fair spielen. Den Streit müssen wir nicht ausfechten, weil die richtige Antwort wäre Manfred Kaltz gewesen. Ey, ich bin so dumm. Ich habe doch überlegt, ja, der hat die meisten Spiele für den HSV. Die Chance, dass der 6 Eigentore in 580 Spielen gemacht hat, ist relativ hoch. Und dann dachte ich so, ja, aber Mann, die Kaltz, dem wird sowas nicht passieren. Der macht die Bananenflanke auf Rubesch, was anderes hat er nicht gemacht. Und hinten hat er die Dinger reingemacht, ne? Damit, Herr Gade, Sie ziehen davon. Es ist noch kaum mehr möglich, Sie einzuholen. Ja, weil ich meinen Feind wirklich liebe. Ja, das ist. Sie können, da die letzte Frage 2 Punkte geben wird, können Sie jetzt mit dieser Frage aber schon den Sieg klar machen, wenn Sie diese Frage nämlich richtig wissen. Na? Nennen Sie die 3 Top-Torjäger Ihres Vereins in der aktuellen Ligasaison. In Ihrem Fall Zweitliga, in Ihrer Fall Bundesliga. Die 3 Top-Torjäger. Die 3 Spieler mit den meisten geschossenen Toren in der Fußball-Bundesliga oder in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ist tatsächlich bei Ihnen allen dreien sehr. Oh, warte mal. Knifflig. Also, der dritte ist schwierig. Es ist entweder der eine oder der andere. Und so ist das meistens bei einem Quiz. Es könnte der eine sein oder der andere. Ich glaube, es sind eher. Auf Platz 3 sind es, glaube ich, mehrere tatsächlich. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay, es gibt 3 Kandidaten für Platz 3. Lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben. Ja, Benesch und Glatzel ist gesetzt. Und dann gibt es Jatta, Ferrei oder Dompe. Okay, das sind ja schon mal Gedanken. Auch bei Herrn Gerdé sehe ich, habe ich sehr schnell 2 Namen gesehen und am dritten verzweifelt er gerade. Herr Beckspin, ich muss schon mal. Ja, ich gehe eigentlich nur mit den Stürmern, weil ich glaube, was anderes. Ich such das Mittelfeld gerade durch nach irgendeinem, der Tore schießt. Der wirklich viele Tore geschossen hat. Aus Ihrer aktuellen Mannschaft. Ja. Wer ist Ihr Lieblingsspieler in der aktuellen Bremen-Mannschaft? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, gut, beantworten Sie erstmal die Frage, dann können wir gleich die andere Frage. Aber Sie haben die Frage schon beantwortet. Ja, ich glaube aber Duxch. Ich muss jetzt hier bitten, Herrn Gade. Nee, aber der dritte Name ist noch nicht einen richtig. Einen dritten Namen schreiben, zu schreiben. Romano Schmid ist es nicht. Außen. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist nicht richtig, aber ja. Herr Beckspin, ich sehe Ihre Duxch, Boré und Gymnar. Das ist doch vollkommen richtig. Sehr gut, sag ich doch. Duxch 9 Tore, Justin Ginma 5 Tore, Raphael Boré 4 Tore. Ein Punkt für Herrn Beckspin. Er holt auf und hat noch eine Chance für den Sieg. Wie sieht's bei Ihnen aus? I love you. Ich habe mich jetzt als dritten für Ferrei entschieden. Robert Glatzel 15 Tore, natürlich richtig. Laszlo Benes 11 Tore, natürlich richtig. Und der dritte. Ich gucke das gerade nochmal nach, ob das tatsächlich stimmt. Aber es müsste leider stimmen. Ist nicht Ferrei. Ist Glatzel oder Jatta? Jatta ist der dritte. Jatta. Ferrei kommt auf 3 Tore, Jatta auf 4 Punkte, kein Punkt für Sie. Jatta, der alte Knipser, ne? Herr Gade, können Sie jetzt den Sieg klar machen oder hat Herr Beckspin noch die Chance, gleich Sie einzuholen in der letzten Doppelpunktfrage? Mamouche, Knauf und ein Nkunku. Auf wie viele Tore tippen Sie die Kandidaten? Mamouche hat, glaube ich, 9. Das ist korrekt. Knauf hat 5. 7 hat Knauf tatsächlich schon. Ah ja, die vom Wochenende habe ich noch nicht dazu gezählt. Mhm. Und Nkunku 2 oder 3? Leider ist Nkunku bei 2 Toren. Und es gibt eine 3. Ebimbe ist mal noch den, den ich überlegt habe. Ebimbe, aber da dachte ich, der hat die im DFB-Pokal geschossen. Deshalb habe ich Nkunku genommen. Das ist kein Punkt. Ah, ich hatte noch Ebimbe auf mir. Ich wollte noch Ebimbe schreiben. Bleibt es bis zur letzten Frage spannend. Ich trotzdem. Herr Bumhoff, Sie können leider aber jetzt nicht mehr eingreifen. Wir gucken nämlich auf den Punktestand. Sie sind mit 4 Punkten auf dem letzten Platz. Das ist ja Nkunku erbärmlich. Mit 5 Punkten und Herr Gade mit 7 Punkten auf dem ersten Platz. Aber es gibt jetzt 2 Punkte für diese Frage. Das heißt, wenn Sie es wissen, Herr Beckspin, und Herr Gade es nicht weiß, können Sie noch das Unentschieden schaffen und uns in die Schätzfrage bringen. Also, die 10. und alles entscheidende Frage im Fanquiz lautet: Nennen Sie alle Spieler Ihres Vereins, die Bundesliga-Torschützenkönig wurden.
Ich gebe den kleinen Hinweis, die Frage, Herr Backspin, ist für Sie etwas schwerer. Sie haben 5 jemals aufzuschreiben. Jemals. Die haben 5 aufzuschreiben und Sie beide haben 3 aufzuschreiben. Es gibt 3 Spieler. Aber die müssen in dem Verein. Sie müssen bei Ihnen gespielt haben, also die mit Ihrem Verein Torschützenkönig wurden. Oh Gott, das ist schwer. Jetzt bitte nicht, Mario Götze wurde mal mit Bayern München Torschützenkönig. Nein, nein, nur die, die das Trikot aus Vereins getragen haben und auch nur die erste Bundesliga, bevor wir da wieder in Bredouille kommen. 5 Spieler bei Herrn Backspin. Er hat sehr schnell geschrieben. Er ist da sehr, sehr schnell dabei gewesen. 3 Spieler bei Herrn Bohmhoff. Haben Sie 3 Spieler schon notiert? Ja? Ja. Und dann warten wir noch auf Herrn Gade. Aber es ist die entscheidende Frage. Ich gebe Ihnen jetzt Ruhe. Ich krieg ja man muss die meisten Namen nennen und kriege genauso viele Punkte. Will ihn nicht an den Karren pinkeln, wie man auf Neudeutsch sagt. Aber ich hätte Ihre auch hinbekommen. Bin mir nicht sicher, war Gekas im Abstiegsjahr Torschützenkönig. Der hatte ja in der Hinrunde super viele Tore geschossen, in der Rückrunde fast nichts mehr. Aber hat das noch gereicht? Das weiß ich nicht mehr. So, Sie haben 2 haben hier schon mal aufgeschrieben, Herr Gade. Ich gebe Ihnen jetzt noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Aus. Herr Bohmhoff, wir fangen mit Ihnen an, ob Sie da noch ein paar Punkte. Barbares Seeler Rubesch. Uwe Seeler, Horst Rubisch, Sergei Barbares. Das ist vollkommen korrekt. Das sind die 3 Torschützenkönige des Hamburger SV. 1 Punkt für Herrn Bohmhoff. Dann gucken wir bei Herrn Backspin. Herr Backspin, kriegen Sie die 2 Punkte noch zusammen? Ich habe Füllkrug, Fußballgott. Sie haben sogar 2 Punkte, entschuldigen Sie, 2 Punkte natürlich für Sie. Okay. Füllkrug, Fußballgott, Riedle, Fußballgott, Klose, Fußballgott, Ailton, Fußballgott und Rudi Völler. Bin ich mir nicht sicher, verdammte Scheiße. Sie haben Füllkrug, der ist korrekt. Ich habe den Namen Klose gehört, ja. Korrekt. Ich habe den Namen Rudi Völler gehört, korrekt. Ja. Ich habe den Namen Ailton gehört, korrekt. Ja. Und leider ist der 5. Mario Basler. Ah, Mario Basler wäre die 5. korrekte Antwort gewesen. Das heißt also, er kriegt mit 3 richtigen Namen 2 Punkte, ich kriege mit 4 richtigen Namen keinen Punkt, nur mal so fürs Protokoll. Ja, ich muss aber leider sagen, das okay. ist das Quiz. Heißt aber auch, dass Werder Bremen sportlich in der Bundesliga halt einfach viel mehr Maßstäbe gesetzt hat als der HSV? Das ist auch korrekt, das kann man so sagen. Leben. Herr Gade, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem eindrucksvollen Sieg. Habe ich gewonnen? Ja, so oder so. Ah. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage, gewinnen Sie mit... Ja. Ich bin... Sag mir mal, sind es mehr als 3? Nein, es sind 3. Ich habe ja gesagt 3. Ah, hast du gesagt? Ja, 3 bei Ihnen, 3 bei Ihnen und 5 bei Ihnen. Habe ich gar nicht gehört. Okay. Ja, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich es richtig habe. Wen haben Sie denn? Alex Meyer, Fußballgott, Anthony Yeboah und Bernd Hölzenbein. Leider ist Bernd Hölzenbein nicht korrekt. Was? Das wäre Jörn Andersen gewesen. Jörn Andersen. Der Jörn Andersen, Norweger. Das du siehst du? Das sorry, das ist Bernd Hölzenbein. Sehr gut. Das war's mit der ersten Folge dieses Quizzes. Wenn Ihnen dieses Quiz gefallen hat, hinterlassen Sie doch bitte einen Kommentar auf unserer YouTube-Seite. Wir können noch mal den Endstand reingucken. Aber der Endstand ist klar, Herr Gade, Sie haben gewonnen mit 7 Punkte, 6 Punkte, weil der Bohmhoff noch die letzte Frage gemacht hat. Nur mal so, wenn ich 3 Namen genannt hätte, hätte ich jetzt auch 7 Punkte, ne? Das ist leider nicht, funktioniert das Quiz leider nicht. Ja, okay. Aber du merkst, das ist tendenziös. So oder so hätten Sie, haben Sie ja nicht eingeschränkt. Wenn du deinen Verein nicht kennst, musst du mich nicht angucken. Ich liebe meinen Verein. Wir bedanken bei uns bei Ihnen da draußen. Würdest du deine Playstation verkaufen für deinen Verein, ist deine Frage, an der Stelle. Welche denn? Ja, genau, die 4. Wir bedanken uns bei Ihnen da draußen. Machen Sie es gut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und bleiben Sie uns doch gewogen. Sigi Spaß! Tschüss, folgt mir bei Twitter. Sigi Spaß, Ultras! Schalalala!